Hallo meine lieben Freunde der guten Aufklärung und Unterhaltung auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder jede Menge kleine Telefonschnipsel mitgebracht. Telefonschnipsel, die so natürlich nicht für ein eigenes Video reichen. Doch trotzdem sind diese vielen kleinen Bausteine sehr, sehr aufschlussreich darüber, was wir eigentlich genau für Menschen am Telefon haben. Menschen, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Kugo. Hallo. Ja. Hallo, guten Tag. Neues mein Name. Ich hoffe, Sie wegen Ihrer Bestellung an. Sie haben Ihre Tonaktivkapsel bestellt. Wir haben heute die Information zu UPS bekommen. Der Kurier konnte sie leider nicht finden. Ich weiß nicht warum. Oh nein. Aber immer... Sie meinen die Schwanzkapseln? Ja. Also deswegen, wenn Sie jetzt eine Minute Zeit haben, dann ich möchte die Adresse und Ihren Namen auch prüfen, weil das ist wirklich Blödsinn von UPS, aber immer wieder so. Also ich sage Ihnen gleich, was ich in unserem System sehe. Also steht die Stadt Berlin, Braunschweiger Straße, die Hausnummer 70. Ja, 77, das ist wirklich komisch. Also, ja. Und Ihren Namen, Eduardo. Ja, aber ich habe gedacht, ich kann heute schon mal meine Zuckerstange ausprobieren. Ja, aber ich weiß auch nicht, immer wieder Probleme bei UPS, ja, deswegen. Und Ihren Namen, das ist bestimmt wichtig für UPS. Also, ich sehe Busemuckel, vielleicht lieber buchstabieren, ja, also der erste Buchstabe. Das ist richtig, ja. Ja, das ist wirklich komisch, ich verstehe nicht. Und steht der Name am Klingel, also, ja? Der Nachname steht am Klingel, ja. Das ist wirklich komisch. Das ist schon ein Grund, wirklich. Das klingelt, wenn man da drauf drückt. Naja, das ist. Ja, deswegen, ja. Immer wieder Probleme. Dann muss der Pillenreiter das auf jeden Fall nochmal vorbeibringen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß sogar nicht, was ich jetzt sagen soll, weil immer wieder diese Probleme mit diesen blöden Fahrer. Ich kann schon anders nicht sagen, wirklich. Bei der Rosi tropft langsam schon der Zahn. Jetzt hat Rosi gedacht, jetzt kann ich endlich mal wohl draufhängen und nun kommen die Pillen nicht. Naja, weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, ich werde gleich mit UPS sprechen, ja, weil es geht so nicht. Also jedes Mal haben wir wirklich Probleme mit diesen Fahren. Das ist schon unmöglich. Danke sehr. Also ich hoffe, das klappt alles, aber ich weiß nicht, ob es noch heute kommt. Ich meine, der Fahrer, ja, vielleicht am Montag erst, aber naja, es tut mir wirklich sehr, dass es dauert. Aber ich weiß nicht, was diese Fahrer machen, wirklich, jeden Tag. Das ist schon ein toller Grund, mit UPS zu schimpfen, wirklich. Ja. Das ist also alles richtig, das verstehe ich auch nicht. Ich habe im Internet gelesen, dass die Pillen kommen, da gibt es auch so Knetübungen. Kennen Sie sich denn damit aus? Nee. Das weiß ich nicht. Na gut, dann warten wir auf die Pillen. Okay, danke, einen schönen Tag und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen, ja? Danke, tschüss. Ja, da haben wir wieder unsere Pillenbestellung gehabt für die Erektronenaktivpillen. Ja, hier nochmal eindeutig der Hinweis oder die Warnung, kauft sowas nicht im Internet. Bei dieser Webseite hier. Man geht auf die Webseite, denkt, man bestellt direkt online was und dann ruft aber jemand an, anstatt der Bestellvorgang komplett online abgeschlossen wird. Hier, das war quasi nochmal die Rückfrage, weil die Pillen nicht angekommen sind. Und die wollten sich nochmal rückversichern mit der Adresse und das Ganze nochmal abgleichen. Tja, es ist schon Wahnsinn. Die sind ja wirklich freundlich und höflich und naja, die war ja hier tatsächlich auch mal ein kleines bisschen lustiger drauf. Aber grundsätzlich... Tja, sollte man da trotzdem aufpassen, denn das, was die hier tun, könnte gefährlich sein. Ich meine, ich kenne die Pillen nicht, ich habe sie nicht probiert, ich habe die Packung nicht da, ich kann nicht die Packungsbeilage lesen, aber eins ist sicher, wenn man sich irgendwelche Schwanzvergrößerungspillen im Internet kauft, das kann erstens nicht funktionieren und zweitens, naja, ich glaube nicht, dass das gesund ist, was man da so zu sich nimmt. Was möchtest du denn noch? Püppchen, wie kann man denn behilflich sein? Wo drückt denn der Telefonknopf? Ist ein Mäuschen, wenn du nichts sagst. Das ist ja dann langweilig. Schnuckelhäschen,
musst du schon was sagen. Oder willst du hier so ein bisschen beweihräuchert werden an der Telefonleitung? No? Kann ich hier so ein bisschen den Hörer anlutschen oder so? Weiß ich nicht, vielleicht gefällt dir das ja. Hm? Tja, wenn ihr nichts sagt. Ja, also hier scheint jemand dran gewesen zu sein, denn das Gespräch wurde mittendrin abgebrochen. Tja, man hat's ja gehört. Eigentlich wollte ich noch weiterreden und die nette Tante da oder den netten Onkel auf der anderen Seite der Telefonleitung noch ein bisschen weiter beschäftigen. Tja, denn grundsätzlich eins ist sicher, wenn die Leitung steht, müsste eigentlich einer dran sein, wenn es nicht automatisch oder so ein automatischer, ja, so eine automatische Abfrage war, ob da noch jemand existiert. Nur die legen eigentlich automatisch auch direkt wieder auf, sobald jemand den Hörer abnimmt. Hier wird wohl ein Betrüger wieder einfach nur seine Zeit verplempert haben. Hm. Hello, I'm speaking to Felix. Felix, Blitzerkeke? Mm-mm, what? Do you speak any language? Mm-mm. Or you are just mumbling? Mm-mm. You're deaf and dumb, right? Hmm? Do you speak any language? Mm-mm. Uh-uh. Ja, so richtig mehr konnte man da auch nicht sagen. Denn wenn so ein Betrüger hier in Deutschland anruft, dann braucht er sich eigentlich nicht wundern, wenn der Kunde nicht genauso antwortet, wie er sich das vorstellt. Aber auch diese netten Leute haben hier keine Anruferlaubnis, dass sie einfach so bei uns durchklingeln dürfen. Das haben die einfach faktisch nicht. Niemand hat denen erlaubt, hier auf dieser Leitung durchzuklingeln. Sie tun es aber einfach. Problem ist, dass sie im Ausland auch andere Gesetze haben und gar nicht so richtig wissen, was hier in Deutschland verboten oder erlaubt ist. Aber es interessiert die Betrüger eben nicht. Ja. Was möchtest du denn? Aha. Können wir also nicht sprechen. Na, dann lassen wir es halt. Tschüssikowski. Ja, und hier nochmal so ein ganz kurzes Beispiel dafür für einen Ping-Call. Das hier könnte schlichtweg einfach auch ein Ping-Call gewesen sein, also ein Anruf nur zum Testen, ob die Leitung noch belegt ist, also ob jemand da noch abnimmt, ne, ob die Nummer noch existiert. Da gibt es automatische Wählverfahren, um das immer mal wieder durchzuwählen und zu gucken, ob da noch jemand rangeht. Und das nächste Mal, wenn das Telefon klingelt, könnte dann tatsächlich ein echter Betrüger dran sein, der euch wieder das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Meistens überprüfen so die Betrüger, ja, ob die Datensätze, die sie noch haben, auch tatsächlich aktuell sind. Ja, hallo. Guten Tag. Mhm. Ich spreche mit Hubschrauber. Ja. Ja, Kaufmannapparat. Ich rufe Sie an hier von der Online-Broker-Firma Euromarket. Sie haben sich dann bei uns vor einiger Zeit sich mal informieren lassen bezüglich Online-Trading. Ist das richtig? Das weiß ich nicht. Kenne euch nicht. Online-Börsenhandel. Vorname habe ich hier, Gerhard. Ja. Haben Sie schon Erfahrung mit Online-Börsengeschäften oder sich zumindest interessiert? Nee. Oh, müsste schon sein. Haben Sie noch nie was mit Bitcoin, also bisher Bitcoin-Konto oder Bitcoin-Wallet eröffnet? Nee. Ja, ist ja höchste Zeit, das zu machen. Warum? Worauf warten Sie denn? Bitte? Warum? Warum? Warum ist die Banane krumm? Das ist doch die Zukunft. Wovon leben Sie denn? Wo leben Sie denn überhaupt? In meiner Wohnung. Also was ich von so einem Gespräch halten soll, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was soll denn das? Da ruft einfach einer bei euch an, labert euch irgendwie mit Bitcoins und sowas voll und wenn ihr sagt, ihr habt da gar kein Interesse dran, dann fragt er euch, ja wovon leben Sie denn? Ja, von ganz normalem Geld und in meiner ganz normalen Wohnung. Also was soll denn das? Ich weiß es nicht. Und dann hat er ja auch einfach direkt aufgelegt. Ich meine, klar war ihm jetzt hier, dass er hier nichts mehr verkaufen wird und hat einfach keinen Bock mehr gehabt zu diskutieren, höchstwahrscheinlich. Ja, aber was soll das? Was soll das? Also seriös ist das in keinem Fall. Einen wunderschönen guten Tag. Mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo, schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Spreche ich mit Herrn Steiner, ja? Ja. Herr Stein. Mein Name ist Christina Becker. Ich melde mich von dem Benefix Blockchain. Sie haben 250 Euro investiert in Bitcoins und Ihre Geld sind in Gewinne gegangen. Und jetzt haben Sie ungefähr 3.750 Euro an Blockchain. Und das ist Ihre Geld. Wir haben 3% schon abgebucht für uns, also das Gebühr. Und wir müssen das bekommen. Wir müssen das für Sie auszahlen. Herr Steiner. Mhm. Ist niemand bei Ihnen gemeldet bis jetzt, ja, für Auszahlung?
Was meinen Sie? Also hat schon jemand angerufen von uns für die Auszahlung? Haben Sie schon einen Termin gemacht? Nee, aber ich dachte, Sie reinvestieren das Ganze. Nee, Sie haben doch schon vorher. Und jetzt brauchen Sie nichts mehr zu investieren. Wir haben für Sie gehandelt und das ist die maximale Ziel, was wir mit minimaler Summe erreicht haben. Und diese 3.750 Euro gehört Ihnen. Und wir müssen jetzt das auszahlen für Sie auf Ihre Bank, auf Ihre Konto. Nee, das möchte ich nicht ausgezahlt haben. Das können Sie wieder reinvestieren, damit es noch mehr Geld bringt. Also schauen Sie, Herr Steiner, das ist so. Die hat maximale Ziele erreicht. Damit kann man nicht mehr handeln. Das ist schon natürlich gestorben. Da kann man nochmal mit handeln, na klar. Nein, ich erkläre, wenn Sie auszahlen, danach wieder investieren 250, danach können wir weiter handeln. Aber jetzt, das müssen Sie auf jeden Fall auszahlen. Wer hat Ihnen denn den Quatsch erzählt? Also niemand, ich arbeite schon seit 10 Jahren auf diesem Bereich. Und das glauben Sie seit 10 Jahren? Mhm. Das ist ja traurig. Sie kennen sich aber mit dem Handelsmarkt aber schlecht aus. Also wollen Sie Ihre Geld nicht? Na, ich will es ja wieder reinvestieren, nicht auszahlen. Auszahlen macht ja keinen Sinn. Warum? Naja, weil ich es ja wieder anlegen will. Dann kann man ja da wieder mehr Geld draus machen. Ja, dann liegen Sie noch mehr, wenn Sie wollen. Ja, das kann man ja wieder reinvestieren, das ganze Geld. Also deswegen habe ich gesagt, wenn Sie auszahlen, danach können Sie wieder investieren. Ich habe doch nicht angerufen, damit Sie... Das kann man ja direkt wieder reinvestieren. Da brauchen wir ja nicht zwischendurch auszahlen. Das ja, aber schauen Sie, auf dem Markt Bitcoin sinkt jetzt gerade. Ja, das macht ja nichts. Dann investieren wir in was anderes. Sollen wir jetzt investieren? Mhm. Wie viel möchten Sie investieren? Na, die ganze Summe. Okay, sind Sie jetzt zu Hause beim Anydesk? Was, Anydesk? Wir brauchen doch dazu kein Anydesk. Welche Bitcoin-Brieftasche haben Sie? Coinbase, Binance, weil Sie müssen da selber dann investieren. Nö, das machen wir direkt vom Trading-Konto. Ach, Frau. So wie immer. Okay. Also unsere Manager werde ich weiterleiten und wird anrufen bei Ihnen, okay? Also klappt der Betrug gerade nicht, oder wie meinen Sie das? Mir mal irgendjemand erzählen, was das für ein Blödsinn war. Die will mir jetzt hier wirklich erzählen, dass man, wenn man da investiert hat und Gewinne gemacht hat, dass man dann sein Geld nur auszahlen, aber nicht wieder reinvestieren kann. Und da muss man quasi neu anfangen von vorne. Was für ein Blödsinn. Also so funktioniert der Aktienmarkt definitiv nicht. Ich kann da so oft wieder reinvestieren, wie ich das möchte und muss es nicht dann zwischendurch auszahlen. Also das ist ja komplett eine neue Ideengeschichte. Ich weiß es nicht, es ist einfach nur Blödsinn. Naja, auf jeden Fall haben wir die hier ziemlich schnell überführt, aber es war tatsächlich mal was Neues. Die Masche haben wir aber so nicht nochmal gehabt. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht funktioniert hat, dieser Blödsinn. Guten schönen Tag, hallo? Hallo? Ja? Spreche ich mit Herrn Steiner? Sieht so aus. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Eddie Stilinski, ich melde mich von Überwachungsabteilung an, wegen Ihrer Aktivität auf der Finanzmarkt, Herr Steiner. Mhm. Ich habe hier Ihre Daten bekommen und laut meinem System, Sie haben Geld investiert auf der Finanzmarkt und Sie haben Schwierigkeiten mit Auszahlungen. Stimmt das, ja? Nee. Haben Sie kein Geld eingezahlt, mit Kryptowährungen zu handeln? Nee. 250 Euro sehe ich und Ihren Namen. Vielleicht erinnern Sie das. Nee. Sie sind Gertrud Steiner, ja? Gerold Steiner. Okay, dann einen Moment bitte. Ich werde das alles überprüfen von meiner Seite und in ein paar Minuten bekommen Sie einen Anruf. Und wer soll das glauben? Also ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, der hat hier nicht nochmal angerufen. Schon interessant, der wollte uns erzählen, dass der uns jetzt hier bei der Auszahlung helfen wollte und dass es da Probleme gab. Schon irgendwie Wahnsinn, über welche Methoden die das Ganze probieren. Das ist auf jeden Fall auch tatsächlich mal wieder eine Masche nach dem ersten Betrug. Und das könnte tatsächlich bei dem einen oder anderen, der da tatsächlich schon mal Geld eingezahlt hat, dann sogar funktionieren. Und das macht das hier auf jeden Fall besonders gefährlich. Hallihallo? Ja, wunderschönen guten Tag, Martin ist am Apparat. Grüezi, Herr Leuris. Ja, ich melde mich aus der Firma Ether Arena vom Frankfurter Börse direkt. Können Sie uns einordnen, mein Lieber? Ja. Okay, Grund meines Anrufen ist, dass wir haben mitbekommen, dass Sie mal Interesse gezeigt haben, online zu handeln. Oder ja, besser haben Sie gesagt... Das denn mitbekommen? Bitte?
Und wo haben Sie das denn mitbekommen? Wir haben so mitbekommen vom Frankfurter Börse direkt, weil wir arbeiten zusammen mit Frankfurter Börse. Mhm. Ja. Mit welcher denn? Mit Frankfurter Börse, mein Lieber. Wie mit welcher? Ja, mit wem arbeiten Sie denn da zusammen? Mit dieser Firma, mit Frankfurter Börse. Was meinen es Sie? Es gibt keine Firma Frankfurter ja, Börse. Ja, es gibt. Es gibt. Nee. Ja, schreiben Sie bei Google. Schauen Sie. Na, dann machen wir das mal. Schauen Sie. Schauen Sie. Hm. Sehen Sie? Was soll ich denn Frankfurter eingeben? Börse. Börse-frankfurt.de geben Sie. Und wo steht da jetzt die Firmenbezeichnung? Die gibt's ja gar nicht. Börse-frankfurt.de gibt's nicht. Schreiben Sie gut. Wie haben Sie, können Sie mir buchstabieren? Was haben Sie dort geschrieben? Na, buchstabieren Sie mir doch, was ich schreiben soll. B wie Bertha. Hm. O wie Otto. Hm. E wie Emil. Hm. R wie Richard. Hm. S wie Sandra. E wie Emil. Minus Frankfurt.de. So, und wo steht da die Firmenbezeichnung? In Frankfurt. Ja, wo steht denn da die Firmenbezeichnung? Unten haben Sie alles. Wo denn? Unten. Und wo denn genau unten? Unten schauen Sie alles. Ja, wo denn genau? Wie, wo denn genau? Ja, wo soll ich gucken unten? Ich bin unten. Wo genau steht jetzt die Firmierung? Ja, sehen Sie, lesen Sie alles. Ja, wo Schritt denn? Für Schritt. Ja, wo denn? Bei Import, Notix, haben Sie Englisch oder Deutsch dort? Sie kennen sich ja scheinbar gar nicht mit der eigenen Seite aus, wa? Haben Sie denn Website gefunden oder noch nicht? Ja, und ich bin ganz unten. Und wo soll ich da jetzt gucken? Nach der Firmierung der Firma? Weil Sie sagten ja, Börse-Frankfurt ist eine Firma. Wo klicken denn? Sie bei Home. Übrigens, Börse-Frankfurt ist nicht Frankfurter Börse, ne? Das ist ein Unterschied, ja? Das ist nicht Unterschied, das ist richtig. Das ist falsch. Ja. Falsch. Es ist nicht falsch. Wenn Sie meinen, das ist falsch, dann... Du bist ein krimineller Betrüger. Wer ist Betrüger? Was reden Sie? Du bist ein krimineller Betrüger. Ich bin nicht kriminell, ich bin nicht Betrüger. Doch. Kann sein, dass Sie reingefallen mit Betrüger. Kann sein, dass Sie mit Betrüger das gemacht haben. Nee, du bist schon Betrüger. Für das haben Sie diese Meinung, mein Lieber. Für das haben Sie diese Meinung. Wir sind eine seriöse Firma, mein Lieber. Wir arbeiten seit 10 Jahren mit der Börse. Stimmt nicht. Du arbeitest nicht seit 10 Jahren an der Börse. Du sitzt gerade mal seit ein paar Tagen im Callcenter. Außerdem ist das Schreischwein da bei dir im Hintergrund ja auch nicht zu überhören. Mein Lieber, hier haben wir ein Büro. Wir haben das nennt man Callcenter. Warten Sie kurz, lassen Sie mich sprechen. Verfickte Hurensohn, was reden Sie? Pass auf! Aber ich versuche die Deutschen einfach. Pass auf, sag ich Ihnen! Pass auf, wenn ich Ihnen dort komme, ich werde Ihren Kopf kaputt machen! Verstehen Sie mich? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich sage. Wenn ich dort komme, ich werde Ihren Kopf kaputt machen, du verfickte Hurensohn! Das ist ja irgendwie, ist das eklig, der Job. Das finde ich widerlich. Verfickte Hurensohn! Ja, und kannst du beleidigen, Mann. Ja, irgendwie war dann auch meine Leitung mal ein bisschen komisch, aber was soll denn das? Also ich meine, der ruft angeblich von der Frankfurter Börse an. Mhm. Und dann ist das auch noch angeblich eine Firma, die Frankfurter Börse. Ja, und dann ruft da so einer an, der, Sohn einer Freudenhausangestellten in sämtlichen Variationen ausspricht und ich weiß es nicht. Das soll seriös sein, das hat doch mit seriös nichts mehr zu tun. Naja, aber man kennt's ja nicht anders. Sobald man die Betrüger ein kleines bisschen reizt, explodieren die ja gerne mal. Tag. Hallo. Ja. Guten Tag, Herr Schick. So, ich bin Mari Ferber, eine Finanzmitarbeiterin beim Bitcoin, wo Sie eine Registrierung gemacht haben, ja? Mhm. Okay, so ich wollte Ihnen fragen, falls Sie die Konto aktiviert haben oder noch nicht. Mhm. Ja, also antworten Sie mir bitte, ja oder nein? Mhm. Herr Schick. Ja. Okay. Denn ich habe Ihnen gefragt, haben Sie ein Konto beim Online-Trading oder noch nicht? Ja. Ja, okay, sehr gut. Ich wollte Ihnen gern über unser Finanzinstitut mehr zeigen, was für Profite können Sie bei uns machen, aber erstmal, ich wollte Ihnen auch fragen, falls Sie Interesse haben, das zu wissen. Ja. Ja, okay.
Haben Sie einen Computer, so ich kann das am besten konkret zeigen? Was? Haben Sie einen Computer dort, wo ich das besser konkret zeigen kann? Moment, ich muss den Satz verarbeiten. Okay, sind Sie im Arbeit jetzt momentan, oder? Nee. Okay, können Sie bitte Ihr Computer dort nehmen und ich zeige Ihnen unsere Plattform und alles als Information, zum Beispiel, was für Profite können wir zusammen erreichen und mit welchem Experten arbeiten wir und alle die Informationen, was notwendig ist zu wissen, ja? Aha. Okay, dann sagen Sie mir, wenn Sie die Computer dabei haben, zum Beispiel. Oder machen Sie Spaß, Herr Schickfix? Was meinen Sie denn mit dabei haben, zum Beispiel? Nochmal? Können Was Sie das Sie wiederholen? Was meinen Sie denn mit dabei haben, zum Beispiel? Wenn Sie die Computer dort haben, können Sie unsere Plattform öffnen und ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, ja? Wie meinen Sie das? Wie meine ich das? Ja. Herr Schickfix, das war sehr einfach zu sagen und zu erklären. Ich meine, dass es gibt nicht etwas, die ich erklären soll, besser zu verstehen, oder? Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Okay, dann. Was machen wir jetzt? Sie geben mir einen anderen Mitarbeiter. Mitarbeiter? Warum? Warum brauchen Sie? Ja, weil ich Sie nicht verstehe. Okay, fragen Sie mir etwas und ich werde Ihnen erklären. Aber dann ich verstehe Sie doch nicht. Da will ich auch von Ihnen keine Erklärung. Ich will einen Mitarbeiter, der Deutsch sprechen kann. Ich spreche Deutsch mit Ihnen, Herr Schick. Aber ganz schlecht. Okay, dann. Können wir Englisch besser sprechen, dann? Nee. Können Sie Englisch? Nee. Okay, dann. Aber ich will also einen Mitarbeiter, der vernünftiges Deutsch sprechen kann. Herr Schickfick, so ich kann Ihnen viel Mitarbeiter, okay, Schickfick, so ich kann Ihnen viel Mitarbeiter hier geben, ja, damit Sie sprechen können, aber ja, so mein Deutsch ist nicht so schlecht, so es ist nicht die Beste, aber es ist ja nicht so schlecht, die Sie aber nicht ich verstehen verstehe können, Sie ganz weil Sie spielen nee wollen, nee, okay, dann, aber... Okay, dann ein Moment. Ich gebe ja Ihnen einen von meinen Mitarbeitern. Ja. Ja, hallo. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ganz entzückend. Ich freue mich. Also, mein Name ist Martin Kohl und ich rufe Sie gerade an von einer internationalen Handelsplattform, wo Sie sich bei uns in ein paar Tagen angemeldet sind, korrekt? Weiß ich nicht, Sie haben ja noch keinen Namen gesagt. Oh, okay, bestimmt haben Sie eine von unserer Werbung, okay, im Internet gesehen, ja. Und nachdem Sie es gesehen haben, dann haben Sie Ihre Daten bei uns hintergelassen. Und sobald Sie Ihre Daten bei uns hintergelassen haben, dann sind Sie bei uns so weitergeleitet. Aber und Sie deswegen sprechen ja genauso furchtbar wie die Frau von gerade eben. Brauchen Sie schon wieder die Frau? Nee, irgendjemanden, der vernünftig Deutsch kann. Okay, dann ciao. Allem Anschein nach gibt's wohl da keinen Mitarbeiter, der vernünftiges Deutsch sprechen kann. Denn sonst hätte er mich ja weiterreichen können. Wenn die nette Dame hat's ja probiert, mich nochmal an jemanden weiterzugeben, aber der hier war ja auch nicht wirklich viel besser. Klar, hat man den verstanden. Aber die reden ja so schlechtes Deutsch und so gebrochen und, naja, die Reihenfolge der Wörter machen halt auch nur Sinn, wenn man sie in die richtige Reihenfolge setzt. Schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Hartmut, ja? Nee. Okay, dann schönen Tag noch. Herr Schimmeldöner. Das ist auf jeden Fall interessant. Den Vornamen, den wissen sie alle. Mit dem Nachnamen können sie wohl nichts anfangen. Tja, es liegt wohl daran, dass man nicht in allen Ländern direkt mit dem Nachnamen angesprochen wird. Aber was soll das? Ich meine, die reden einen immer mit dem Vornamen an und wundern sich dann, wenn man das Ganze verneint. Ja, wird halt direkt aufgelegt. Nur wenn man sagt, nein, nicht den Vornamen. Guten Tag. Hallo, schön, Sie zu erreichen, Herr Habeck, ja? Ha. Ja, Diana Stark ist am Apparat, Herr Habeck. Ha. Und ich grüße Sie. Ha. Ja. Ha.
Sabine, mit der Babette und der Monika. Das ist auf jeden Fall mal ein Beispiel, wie man ganz, ganz schnell diese netten Betrüger am Telefon wieder los wird. Indem man die einfach hoffnungslos verwirrt, sodass sie nicht mehr wissen, was sie eigentlich noch genau dazu sagen sollen. Hast du denn meine Schokolade? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Hirschog, ja? Guten Tag, ja? Nee. Okay, sehr gut. Wie kann ich denn helfen? Ich grüße Sie, was möchtest du denn genau? Ja. Aber mein Name ist genau genommen eigentlich Herr Herzog. Ja, sehr gut. Ja, ich grüße genau. Sie. Ich bin Kate Martins von Online-Handelsplattform. Ja. Herzog, ich rufe Sie wegen einer Anmeldung. Nee, Herr Herzog. Wie bitte? Herr Herzog, nicht nur Herzog. Herr Herzog. Herr Herzog, ja. Ja, okay. Ja. So, es geht um, dass Sie Interesse auf dem Finanzmarkt gewollt haben, deswegen habe ich Sie angerufen. Oh, das tut mir leid. Um zu fragen, ob Sie Interesse darüber haben. Mir das anzuschauen, oder was? Das ist ein Online-Handelsplattform, Sie können bei uns mit verschiedenen Produkten handeln, ja? Und Sie haben die Registrierung selbst gemacht, und deswegen habe ich Sie angerufen, um zu fragen, ob Sie noch Interesse haben oder nicht. Aha. Ja, was meinen Sie mit aha? Haben Sie Interesse an Handel oder nicht? Darf ich finde Zeitung? Das sehr inspirierend. Okay, dann lassen Sie inspirierend bleiben. Schönen Tag. What? Tschüss. Doch. Wie? Was möchtest du denn? Ich glaube, die haben wir auch ziemlich erfolgreich verwirrt. Die wusste hier einfach nicht mehr, was sie noch sagen soll. So ist das halt, ne? Aber gut, die Antwort war jetzt natürlich auch nicht zielführend, aber so entstehen halt eben doch mal auch die ganzen kleinen Schnipsel. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Guten Morgen, die Firma Neo Elementum, neu ist mein Name. Ich rufe Sie wegen Ihrer Bestellung an. Sie haben Kapsel Erythronaktiv bestellt. Ich möchte nur kurz informieren. Heute soll der Fahrradstunden kommen, also zwischen 10 bis 14 Uhr, was ich jetzt im System von der PSA, also wird der neue Versuch der Zustellung durchgeführt. Ich hoffe, dass heute klappt, dass Fahrer ja. kann sie finden, ja, weil ich weiß nicht warum, aber jedes Mal schreibt er, dass also er sie nicht finden könnte, ja, deswegen. Also, wie gesagt, nur diese kurze Information, dass Sie Bescheid wissen, dass jemand kommt, ja. Also dann, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wiedersehen. Ja, tschüss. Danke sehr, tschüss. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich glaube, man würde dazu sagen, das sind Betrüger mit Kundenservice. Tja, hier ging es mal wieder um die netten Erektionspillen. Oh Mann, also die Werbung dazu. Ich glaube, die will man sich lieber nicht angucken, aber die ist tatsächlich ganz schön gruselig und ja, man kann es sich vorstellen. Es ist tatsächlich eine Webseite mit lauter Geschlechtsteilbildern, wo man sich, ja, für seinen Kokolores ein paar schöne Tabletten kaufen kann, damit das Ding wieder schön ordentlich prall ist. Nur, dass das nichts bringt und nicht wirkt. Ich glaube, das sollte uns allen irgendwo dann bewusst sein, bevor man da was bestellt. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin mit Herr Gunther Regina. Ja. Herr Regina, ich bin Andrea Schwarz. Ich melde mich bei Ihnen wegen Ihrer Anmeldung auf Bitcoin-Applikation. Oh. Sie haben Interesse gezeigt, mit Bitcoin zu handeln. Ja? Ja. Und Sie haben die Anmeldung bei uns gemacht. Sie haben ein Konto bei uns, aber Sie haben es nicht vollständig aktiviert. Ja. Was ist mit Ihnen los? Weiß ich nicht, was mit mir da los war. Auf jeden Fall wollte sie wohl nicht mit mir sprechen. Ich habe ja einfach nur ein bisschen genieselt. Aber ja, wenn man so schon los wird, dann wisst ihr ja, wie ihr die Betrüger abschütteln könnte, ohne dass ihr von denen weiter belästigt werdet. Naja gut, obwohl, anrufen tun die ja trotzdem dann weiterhin. Es ist nur einfach Wahnsinn. Guten Tag. Mit was spreche ich denn da bitte? Ja, hallo? Hm? Hallo, guten Tag. Ich spreche mit Herrn Flitzkacker. Ja. Okay, gut. Wie geht es Ihnen, Herr Flitzkacker? Ganz gut. Okay, sehr gut. Beziehungsweise, Sie hatten sich mal registriert, um online automatisch zu handeln. Können Sie sich daran erinnern? Ja. Ja.
Also warum der sein Skript dann noch irgendwie versucht hat, ein Stückchen weiter vorzulesen, ich weiß es nicht. Aber letztendlich hat er hier dann aufgelegt. Tja, dass er da auflegt, war eigentlich auch nur logisch bei dem Namen. Aber ja, sie rufen trotzdem an. Das ist ja das Grauenvolle an der Geschichte. Das liegt aber auch sicherlich daran, dass die Telefonate bei denen einfach aufploppen und die nicht selber die Nummer im Computer wählen. Und dann vor vollendeten Tatsachen stehen und mit dem Kunden reden müssen, egal was da im Computer steht. Ja, der hat es ja ziemlich schnell bemerkt und dann das Gespräch abgebrochen. Tja, Betrug bleibt's trotzdem. Auch wenn der hier begriffen hat, dass er gerade verarscht wird. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, drückt gerne den Abo-Button, am besten mit Glöckchen. Dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal hier gibt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.